Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ja, ich habe mir heute gedacht, wir probieren mal die Karte Cirith Ungol aus. Die fand ich sehr interessant und wir spielen diesmal, also wir spielen als Mordor in der Festung. Unten kommt Gondor als Mittel, ich glaube das Mittel daher. Und wir schauen uns einfach mal die Karte an, weil Cirith Ungol ist ja so eine Stätte, die sollte man ja kennen, ne? Und ich würde mal gerne sehen, wie die hier umgesetzt wurde. Und ich würde einfach sagen, let's go. Oh, lädt schnell. Und ihr hört mal wieder meine Vögel im Hintergrund. Die sind wieder heute gut drauf. Und machen wieder ein Bädchen da hinten drin. So, okay, jetzt bin ich schon... Okay, wow. Okay, warte mal. Ist das Tor meins? Ja. Oh, schick. Bedeutet, ich hab... Arbeitet an eurer Einstellung! Arbeiter! Okay, ich sage mal so, ich hätte es mir ein bisschen anders davor gestellt. Was ist das jetzt? Sie ist auf jeden Fall sehr interessant aufgebaut, die Feste. Wir holen uns mal noch direkt noch ein Team und hier haben wir ganz viel Orks. Lustigerweise können wir die auf die einen sehen. Ich weiß nicht, wieso. Aber eine sehr interessante Karte. Und mit Zielchen vor der Haustür. Auch nicht schlecht. Ja, wer sagt denn das? So, Armory tun wir hier. Also wir haben nicht viel Platz, das fällt mir jetzt schon auf. Geld wird hier wahrscheinlich auch ein Problem werden. Weil ich keinen Plan habe, wie wir durchkommen. Okay, wir setzen nochmal einen hier hinten hin. Ich denke mal, mit denen können wir Geld machen oder so. Wie läuft Cirith Ungol? Wir werden es sehen und merken. Zack. Das Gebäude ist fertig. Das Auge beobachtet uns. Das Auge beobachtet uns. Herrgott, Zeiten mal wieder. Dauern diese Beobachtungen. Okay, hier geht's in die Höhlen. Das schaut mir fast wie nach der originalen Spinnenhöhle aus. Sehr interessant. Ich glaube, aus dem ersten Teil kam die. Im ersten Teil hast du ja mit der sozusagen gespielt. Die schaut sehr ähnlich auf jeden Fall aus. Mach dich nützlich. Schaut sehr cool aus. Wir nehmen die Geister. So, ich stelle mal meinen Mix wieder ein bisschen um, so dass ich mich besser höre, weil sonst schreie ich irgendwann noch so. So, ich hätte erstmal gerne ein paar Org Archers. Wie wäre es mit 6 Stück? Die begleiten dann hier oben die Mauer direkt und können dann schön drüber ballern. Ich hoffe halt mal, dass der Gegner bald kommt. Ich stelle es mir auf jeden Fall relativ gechillt vor, aber wir sehen ja eh, sobald der Gegner hier vorbeikommt. Aber er hat halt natürlich mit den ganzen Spinnen ein Riesenproblem. Da kämpfen. Die kämpfen da. Habt ihr es gesehen? Die sind da rein und haben sich so hoch, so in Kampfposition begeben. Also müsste... Gib den neuen Ork-Bogenschützen was zu tun. Da, ja, da sind sie. Trolle in den Käfig hier. Aha. Sie sind aktiv, schön zu wissen. Macht euch kampfbereit. Das Gebäude ist fertig, Gebieter. So ein paar Kampftrollchen. Das schöne Ork-Geräusch. Wir können lustiger zum Glück sehen. Oh. Okay, die sind heftig aktiv. Schaut euch das mal an. Ich hätte erst geschafft, die überrollen die jetzt, aber die Spinnen sind hier mega assi. Okay. Was ist denn noch ein? Wir haben das Gebäude. Bogenschützen. Perfekt. Ich glaube, damit werden wir nicht Kohle machen in dieser Welt. Also könnt ihr mir auf jeden Fall vorstellen, dass die uns hier richtig Geld geben. Workpit. Extra Resources. Und das wird wir uns doch... haben ein Gebirgstroll. Worauf wartet ihr noch? Ah, das ist unser Gebirgstrollchen. So. Gleich müssen wir auch ein paar noch Bogenschützen. Perfekt. Die Pfeile-Bereitschützen sind da. Marsch, marsch! So schauen wir, wie gut die AI hier ist. Oh, oh, what? Wie überrennen die auf einmal? Holla, die Waldfee. Okay, jo. Ein paar Feuerpfeilchen werden dann fallen, Jungs. Spannt eure Bögen. Los. Bleibt wachsam.
Schau mal, hier muss man doch irgendwo sonst noch... dieser neue Gebirgstroll ist gefährlich. Gebt den neuen Ork-Bogenschützen was zu tun. Macht euch kampfbereit. Die neuen Ork-Bogenschützen. Da kriegen die Kuppen. Spannt eure Bögen. Bewegung! Ah, bewegt euch! Die Ballerträger aus sind hier. Weg. So. Arbeiter! Du musst jetzt halt echt überlegen, wo du was bauen kannst, damit du ein bisschen Ressourcen kriegst. Ihr wisst, was zu tun ist! Also ich scheine noch nicht so ganz zurechtzukommen, wie es scheint. Die Ork-Bogenschützen sind da! Macht euch kampfbereit! Meine Vögel sind heute auch wieder voll aktiv. Das Gebäude ist fertig! Aber du hast halt wenig Platz. Okay, es ist, also, könnte gut ausgetariert sein. Der eine muss sich halt voll durchkämpfen. Sehen wir hier, die sind voll am Kämpfen. Ah, sie haben natürlich Speerkämpfer. Das ist auch wieder nicht eine doofe Taktik. Aber die Spinnen scheinen den ganz schön zuzusetzen. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Ich echt dachte, dass das für die leichter ist, aber irgendwie nicht. Bleibt wachsam. War schon so ein paar Spinnchen, die esse ich halt zu Abend, ne? Bewegt euch. Alle mir nach! Aus dem Weg! Vorwärts, ihr Lammschnecken! Kommt auf die Treppen hier oben drauf. So. Spannt eure Bögen! Euch holen wir auch noch. Okay, dann brauchen wir ein paar Soldaten. Wir sind ein paar Pikemans, ein paar Orks. Na, jetzt machen sie auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck. Bogenschützen. Aber wir kriegen nicht schlecht Geld. Fällt mir gerade so auf. Ist es, weil ich so minimalistisch mal arbeiten muss? Oder ist es actually, weil das halt... Was macht ihr denn? Haltet euer Werkzeug bereit. Baut! Ich weiß ja nicht, was der Baumeister da oben will, aber... Gut. Zurück an die Arbeit. Ausflüge haben wir ja noch nicht gestattet. Es ist Corona, da macht man keine Ausflüge. Alter, die kriegen das echt nicht gebacken? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so hart für die ist. Holy shit. Aber jetzt haben sie fast alle ausgerottet. Aber jetzt kommen die Spinnen nach. Scheiße. Truppen können wir nicht befehligen. Wir haben den Gebirgstroll aus seinem Käfig gelassen. Höps. Ich weiß. Hier noch irgendwas hinbauen. Ihr wisst, was zu tun ist. Irgendwie muss ich das noch erhöhen können. Irgendwie gibt's einen Weg. Zuhören. Zuhören. Wir haben den Palast der Haradrim erweitert. Das nächste Gebäude ist fertig. Das nächste Gebäude ist fertig, mein Herr. Ihr habt nicht gefaulet. Noch ein Gebäude fertig ist nützlich. Ich weiß, ich weiß. Schau mal, wie gut wir das hier ausnutzen können. Alles. Ah, schau. Seid ihr bereit? Hierher. Wie kostet denn so eine Herde Orks? 60 Kommandopunkte. Oh, ouchi. Macht, was euch befohlen wird. Mach dich nützlich. So. Dann schauen wir, dass wir hier aufräumen und dann hier uns postieren können. Vielleicht bringt sich das ja was. Wir haben was sollen wir sonst noch bauen? Ihr wisst, was zu tun ist. Wir wären dann fertig. Hoch mit euch, ihr Maden. Hoch mit euch, ihr Maden. Ja, ja. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Raus mit euch, Jungs. Raus hier. Das ist interessant. Sie scheinen echt Probleme mit den Spinnennestern zu haben. Was ich mir jetzt als mittlere Feinde nicht vorstellen hätte können eigentlich. Wir wären dann fertig. Irgendwie ein bisschen surreal, dass wir die damit Probleme haben. Haben. Wir haben die Ork-Gruppe
Grube erweitert. Mach dich nützlich. Was sollen wir sonst noch bauen? Baut! Einfach ich weiß. Alles. Der Feind greift und mach dich nützlich. Voll bauen. So, überrollen. Los geht's, Jungs! Das neue Gebäude ist fertig! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Zerschmettert sie! Macht sie fertig! Brennt es nieder! Ich dachte, wir sind fertig! Nö, seid ihr nicht. Ihr wisst, was zu tun ist. Weiß ich ja nicht, wie ihr auf solche Ideen kommt, dass ihr jemals beim mordorianischen Volk fertig werdet. Aber nö, da bist du total falsch. Ihr wisst, was zu tun ist. Aber, oh! Okay. Das schaut schon spannend aus. Das erste Nest haben sie ausgerottet, aber haben sie auch eine dezente Armee jetzt hingeschickt. Holla die Waldfee. Rennen die direkt zu uns durch, oder? Können wir interferieren? Der Feind ergreift an! Der Feind ergreift an! Nicht zuhören! Diese Spinnen sehen gefährlich aus! Los, macht sie fertig, Jungs! Das Gebäude ist fertig! Hier entscheidet das Volk über den Ausgang des Krieges. Das ist jetzt... Alter, wie viele? Was sollen wir danach? Das Auge beobachtet uns! Zum Angriff! So, machen wir Bratz hier. Es könnte so sein, dass wir gleich ein Problem haben. Die kommen da nicht gerade mit einem fetten Herd hochgerannt. Bauen wir mal ein paar Pikemans nochmal. Die sind zwar relativ schnell gestorben, aber sie haben... sind ja nicht ohne Grund teuer. Verteidigt das Lager! Jetzt haben wir hier natürlich einen schönen Engpass. Das macht es ihnen natürlich noch extra schwer, hier durchzukommen, und unsere Türme halten länger. Haha! Eine Orkarre kommt aus der Grube. Tudu. Das Gebäude ist fertig, Gebieter. Das Auge beobachtet unser Lager. Baut! Es ist echt eine geile Stelle. What the fuck, die kommen da nicht durch. Holen wir mal unsere Bogenschützen, oder? Sie greifen das Lager an! Wie die Orks aus der Grube strömen. Schau mal, sie kommen jetzt damit gerade nicht so ganz zurecht, wie ich gehofft habe, damit es ein lustiges Battle wird. Aber es ist... Sie greifen den Baumeister an. Hier gibt es immer Lager.
Ihr wisst, was zu tun ist. Wir machen jetzt hier einfach voll. Reißt die Mauern ein. Sie haben den eine Tor geholt? Was ist mit denen schief? Ja, eine neue Horde. Okay, okay, kein Problem. Orks. Bewegung. Los geht's, Jungs. Aufpassen. Also sie versuchen es echt mit jedem. Oh. Ja, das ist nicht schlecht dabei mit. An die Arbeit! Aus dem Weg! Ihr habt die Rüstkammer erweitert! Bewegung! Kommt schon! Wimmelt es von Feinden! Arbeiter! Heute ist fertig, Gebieter! Mach dich nicht! Einfach nacheinander Türme bauen! Das Lager wird angegriffen! Dann wird das schon klappen! So, okay, dann noch einen kleinen. Seht nur deine Wasser aus der Grube streiten! So, wenn genug Bogenschützen da sind, kommen sie auch nirgends durch. Aufpassen! Aufpassen! Bewegt euch! Nachdem sie jetzt halt die Fronttürme vernichtet haben, ist dieser Frontschutz weg. Sie greifen den wir am Anfang hatten. Erforschen, Archers. So, ein paar Phalanxe von denen erzeugen. Ging das doch irgendwo? Baut! Bleibt wachsam! Verschwendet keine Zeit! Bogenschützen! Sie bereiten gerade den nächsten Angriff vor, wie es ausschaut. Klinge sind angekommen. Mit denen sind wir bald fertig. Ich glaube, das funktioniert nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Hui. Vergiftet sie. Ah, oh, ist das wieder schön. Jetzt kommen ein paar Ostlinge, jetzt kommt halt die Hardcore-Elite von Mordor. Holy shit! Die haben Katapult hier unten drin. Schickt ihnen einen Pfeilhagel! Schickt ihnen einen Pfeilhagel! Sie plündern unser Lager! Hallöchen! Nieder mit den Westen! Greift weiter an, vernichtet sie! Zerschmettert sie! Haltet euer Werkzeug bereit! Die Ostlinge sind hier! Alter, was geht jetzt ab? Verschont niemanden! Komm schon, macht's fertig! Das ist witzig! Da ist ihr Lager!
bereit! Speere bereit! So. Vorwärts! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Temporary increases select structures, resource output, 300%. Sonst ein defensive barricade. Wir machen mal hier noch hin. Feuer frei, Jungs! Spickt sie mit Pfeilen! Sie weichen zurück! Der Feind verschont niemand! Wir haben viel zu tun! Baut! Leute, das ist auch keine gute Idee, jetzt nach da oben zu laufen. Das ist mittlerweile Turm Heaven. Feuer frei! Das sind jetzt Top-Bogenschützen mittlerweile hier. Zack. Ihr wimmelt es von Feinden! Die Ostbiene sind hier! Verteidigt das Lager! So. Hier gibt es immer Arbeit. Mach dich nützlich. Achtung, Bogenschützen! Was sollen wir danach bauen? Sie greifen uns an! Die Arbeit! Oh, das ist unangenehm. Oh, das ist unangenehm. Oh, das ist unangenehm. Sie plündern unser Lager. Wieder mit dem Westen. Die Ostlinge sind angekommen. Wir kämpfen für Mordor. Vergrößert. Speere wir bereit. Werden dann fertig. Haltet die Formation. Unangenehm. Vernichtet sie. Das Auge beobachtet wir uns. Schatzen den Wagen des Baumeisters. Ihr wisst, was zu tun ist. Kommen unsere neuen Soldaten? Doch gar nicht einfach wie erwartet. Wieder mit dem Westen. Jetzt Diener der Dunkelheit. Die Ostlinge sind hier. Jetzt kommen die mit ihren Dreckskatapulten wieder daher. Hier entlang. Ja. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.